So, wir sind wieder da. Jetzt im Spiel, eine Runde ist schon vorbei. Ja, weil Kelvin musste die vorherige speichern, weil er sich verdrückt hatte, nicht auf Pause, sondern auf Beenden. Ja, wo ist denn und deswegen habe ich jetzt zeige ich dir gleich. Habe ich jetzt nur jetzt ist schon ein Spiel gespielt und ich habe jetzt einen Kill gehabt, jetzt habe ich 2 Kills. Aber wir haben gleich 2 Gegner. Jetzt kann Kelvin auch mal ein paar Leute killen. Aber denkt jetzt nicht, dass das an den Waffen liegt, weil man kann auch mit den Anfangswaffen gut sein, zum Beispiel die MP5. Wenn ihr gerade anfängt, dann lege ich euch die MP5 ans Herz, weil die ist übel Hammer. Mhm. Naja, aber auch die MP1, die ist gut, auch für Anfänger. Ja, AK ist sehr gut im Nahkampf, MP1 mehr auf Entfernung. Mhm. Naja, ihr könnt ja mal rumprobieren, man kann sich immer wieder neue Accounts machen. Oh Mann, ja. War irgendwie AFK. Also mich nervt das schon ein bisschen, wenn ein Gegner AFK ist, dann rennen alle sofort, nur wer der schnellste ist, dahin, um den dann zu killen. Ja, ne, das ist irgendwie so ein bisschen. Und dann ist es scheißegal, wo man stirbt, irgendwie so. Dann konzentriert man sich nicht auf die anderen Gegner. Und wenn man keine anderen hat, dann gibt's nur Stress. Wer den jetzt killt? Ah, ich hab den gekillt auf dem Sniperplatz. Der ist beim Labyrinth, aber der ist gleich down. Höh, der ist in meine Granate gerollt und ich habe ihn noch mit Farmers abgeballert. Alter! Wie viel Leben hat der? Du hast 2 Granaten direkt neben ihn geworfen. Headshot! Ich muss hier die ganze harte Arbeit und ecke den, der in der Base AFK ist. Ja, Junge, ich habe Granaten auf den geworfen, der ist auch nicht gestorben. Ja, eine war direkt über ihn. Boom. Dann die 2 von dir waren direkt vor seinem Gesicht. Boom, boom. Ich, 2 Magazin, Farmers auf ihn. Er stirbt nicht. Dann nehme ich M60, ganzes halbes Magazin auf ihn. Erst dann ist er abgekratzt. Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ey, ich glaube, die Camp. Ich habe meine Uhr nicht, meine Stoppuhr nicht losgemacht. Oh, du mit deiner Stoppuhr. Dann probieren wir halt zu schneiden, wenn es zu lang wird. Ja, ich würde sagen, noch so 10 Minuten. Ey, wir haben nur noch einen Gegner gerade gehabt. Ja, ne? Aber jetzt sind schon wieder 2 Leute drin. Jo, das ist gut. Also, wie gesagt, wenn es im Video laggen sollte, dann tut mir das echt leid. Aber ich glaube nicht, hier laggt es ja auch nicht. Oh, gut. Alter, die Nate war epic. Ich werfe von übelster Entfernung durch das kleine Fenster da. So hier durch dieses kleine Ecke da. Mhm. Marienhaus. Boom, Gegner tot. Und die ist genau explodiert, als sie auf den Boden gekommen ist. Geil, alle 3 Gegner gekillt, lol. Hat aber nichts mit den Waffen zu tun. Hätte ich auch mit Igel killen können. Nein, nein. Nee, ich will nicht, dass jetzt alle denken, nur, ja, Premium-Waffen muss ich mir auch holen. Man kann auch ohne Geld auszugeben. Ich wollte halt mal ein bisschen mit Premium spielen und ja. Also mit Juman. Man muss ein bisschen üben mit dem ganzen. Weil, egal, wenn man keinen Skill hat, dann bringt auch eine gute Waffe nichts. Wie der Typ gerade. M60, aber kein Skill. Ja. Also der kann das halt nicht. Der hat. Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. Alles fliegt hier in die Luft. Ach, der hat dieses Ding, weißt du, was du mal hattest? Ja, das ist M202A1. Das ist so. Das übelst schießt 4 Raketen hintereinander, wenn man gedrückt hält und das gedrückt hat. Du abgehst, ey. 10-0. Du hättest den fast gekillt, 12-0, oder? 12-0, ja. Hätte ich fast. 12-0. Ja. Junge, du hattest eine lange Pause. Ey, Leute, ich schwöre euch. Wenn ihr in seiner besten Zeit gesehen hättet, Alter. Da hätte ich hier KD 0-0 und er hätte hier 20-0, Alter. Naja. Da ging ab, der Junge. Aber du gehst jetzt auch voll ab. Mit M60 da, M60 finde ich auch voll gut. Das ist meine Lieblingswaffe. Meine sind Farmers und M60, weil das ist mein perfektes Duo. Ich kann mit denen, weil, das kommt einfach drauf an, mit welcher Waffe man gut umgehen kann. Ich kann halt am besten mit Farmers und M60, deswegen spiele ich auch nur Assault. Ja, ich kann einfach gut mit K1 finde ich
auch gut, aber ich bin jetzt Level 1, dafür brauchen wir Level 6. Ey, kannst du mal kurz im Raum nehmen? Ich kann dir mal den Item Shop zeigen, für die, die es nicht kennen. Jo, ich bleib dann so lange im Raum. Jo. Warte. Hier kann man zum Beispiel jetzt Katana, das ist so ein Messer. 2500 Dinar, das ist das Geld, das man im Spiel gewinnen kann. Wir haben jetzt 9000. Oder aber ich glaube, das kennt jeder Kämpfer. 99 Cash, das ist für G1 Credits, die muss man sich kaufen mit Echtgeld. Naja, gut, hier gibt es dann verschiedene Waffen für Assault jetzt. Ich habe mir die AK geholt. Gibt es auch Sniper-Waffen und alles. Nur für Mitglieder, das steht halt für Premium, für Gold Premium, Silber oder Bronze Premium. Kostet halt auch echt Geld. Es gibt halt für den Char, gibt es auch Sachen. Ach hier, Pumpkin Head, das ist für den Kopf. Kann man sich einen Pumpkin Head auf den Kopf setzen? Kostet das Cash oder Dina? Nee, 700. Für 7 Tage. Premium? Nee, ohne. Ich kaufe mir einen. Ja, ich will auch. Dann kauf hier schnell, komm in den Raum, dann hole ich mir auch. Ich habe voll viele gesehen. Ich dachte, die kosten wieder G1 wie früher. So, jetzt kann man das hier wieder draufsetzen. Jetzt habe ich ein Pumpkin-Gesicht. Ja, jetzt komm schnell, jo. 80, ne? Ja, 80. So. Wollen wir Stopp machen? Warte, bei Charakter. Ja, ey, sag mir mal, wo man Pause machen kann. Achso, du musst halt, Camtasia sozusagen wie geöffnet, ne? Alter, man muss es ja für jedes Dings da einzeln kaufen. Ach, hier, Pause. Oder wie? Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe jetzt vergessen, Tschüss zu sagen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier Stopp und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Gegner im Raum sind. Also, bis dann. Ciao. Mach go. Und jetzt, ich habe Aufnahme gemacht, ne? Also, wir sind jetzt wieder da. Und, jo. Ja, es läuft. Also, eine Sache wollte ich noch sagen, dass wenn ihr jetzt, klar, es ist kacke, wenn ein Hacker im Raum ist, aber wenn ihr jetzt seht, dass einer so hoch jumpt, nicht sofort rausgehen. Weil oft sind das, weil Hacker sind immer die größten Noobs. Spielt einfach, weil oft kann man die richtig leicht killen. Richtig leicht. Ja, weil das sind all solche Nichtskönner. Und die können dann, wenn sie nicht mal Varrock spielen können, dann sind die meistens sogar zu blöd zum Hacken. Also wenn die hacken, sind die auf jeden Fall zu blöd, Varrock zu spielen, dann die meisten können dann nicht mehr hacken. Weil die einfach zu dumm sind, die linke Maustaste zu drücken und zu schießen oder sowas. Double Headshot! Ja man, M60. Also, jetzt so ist praktisch die M60 halt, viele Schuss. Ja. Ah, Sniper! Aber... ich hätte, das geht auch mit einem MP5K. Ja klar geht das. Zweite Slotwaffe. Sie da hat und ich bin fast down, Calvin. Ja. Geht zurück. Und der ist im Marienhaus in Base Richtung gelaufen. Also, warte, lass mich mal. Ja, er flammt wieder. Also ich persönlich hasse Flammer. Die ganze Zeit schreiben Hacker oder kleiner Nu. Ja, jetzt hier. Nur weil die einfach sind. Jo, das regt voll auf, weil das lenkt voll ab, wenn die Links dann immer ganz halt so verschreiben. Kleiner Noob, wie kann er zu mir oder zu Calvin sein kleiner Noob, wenn wir ihn die ganze Zeit killen? Ja, echt, also einfach nicht drauf antworten, einfach nicht drauf achten. Einfach ja, nicht drauf achten halt. Dann lenkt es auch nicht so sehr ab. Okay, das war gerade ein bisschen komisch. Headshot, Gold Farmers. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch schreiben Lagger, weil ich eine Millisekunde hinter der Wand war und er mich noch gekillt hat, aber es wird genau so. Ja, der laggt oder ich oder so. Ich habe zuerst drauf geballert, keine Ahnung, aber egal. Passiert. Und das Dumme dran ist im Nahkampf, wenn er dann oben steht, ja, Kill. Und wenn er dich zuerst gekillt hat, hat er die Runde gewonnen. Ja. Also sein Team. Und das finde ich richtig behindert. Also, Entschuldigung wegen meiner Ausdrucksweise. Alter, ich bin gerade irgendwie ein bisschen schlecht drauf. AK, ich weiß nicht.
So, noch einer. Ach, das war jetzt ein Nubi. Bonk macht Wurf. Auch zu Assi. Naja, das ist halt wieder so ein typischer Flamer. Der nicht, Alter. Der nicht gekillt werden kann, und ohne zu meckern. Nur weil er gute Waffen hat, heißt das nicht, dass er nicht gekillt werden kann, weil, naja, er flamet hier die Assi, Hacker und alles. Auffällig. Ja, anscheinend ist gut sein heutzutage auffällig. Genau. Alter, und wenn das nicht auffällig war, weiß ich auch nicht. Aber egal. Yes, ich schreibe das nicht. Kelvin, der ist da hinten, da hinten. Genau. Hä? Da hat mich schon wieder einer von hinten abgeballert, ey. Ey, die teamen sowas von... Naja, aber Teamwork, also, ne? Also... Also mir ist das eigentlich vollkommen... egal, ob jemand teamt, aber manchmal ist das einfach zum Kotzen. Ja, ich hab schon wieder eine KD von 1 zu 3. Meine 8 zu 3. Hihihi, ja. Da fliegt einer vom Sniper-Turm. Alter, er wirft schon wieder direkt dahin, wo ich war. So, mal gucken, was ich hier komme. Granate. Hier. Was? Nice, ich hab den Kopf noch verletzt mit der Fahne. Ey, du hast voll den Kürbiskopf. Aber du, Arschloch. Ich glaube fast jeder hat jetzt die Kürbisköpfe. Ja, aber die machen, ey, wenn nur noch Schutz. Die machen irgendwie 2% Schutz oder so. Kelvin, zeig mal Dings da, Userlist, und dann zeig mal die KD von dem Typen, der ganze Zeit flammt. Kann ich doch jetzt nicht in-game, oder? Klar. Doch, 5, 5. Nicht KD, sondern Ping Limit. Ey, das hast du gerade sehen müssen. Er will gerade werfen. Ey, du hast 119 und der hat 229. Ja, also mein Internetanschluss ist auch nicht der beste. Aber seiner ist noch schlechter. Er lebt gerade sehr. Wirklich übertrieben. Ey, jetzt in der Runde ist es, glaube ich, immer noch nur einer. Was ist noch so gut bei Warp? Das sind solche Account-Täusche. Kannst du mit anderen Account tauschen? Also er gibt dir an deine Account-Daten und die deine. Aber wenn ihr das machen solltet, gibt niemals die Account-Daten zuerst. Das sind oft welche, die die Accounts klauen wollen. Weil die kein Geld haben, weil die halt Hartz IV empfangen oder weiß ich auch nicht. Aber gibt noch nicht mal. Entschuldige, dass ich unterbreche, nicht mal die ID, weil es gibt sogenannte auch Hack-Programme für Passwörter. Und wenn die eure ID haben, reicht das völlig aus. Dann haben die innerhalb eines Tages lockern dein Passwort. Ja, und dann lockern Account vielleicht, indem ihr 200 Euro geschenkt habt, das gibt's schon mal. Oder vielleicht 30 Euro. Aber trotzdem. Eigentlich mache ich das in YouTube-Account. Ey, 3 gegen 1 und dann Team in Slow schreibt, da haben die aber gerade bei dir auch vorher gemacht von ein paar Runden. Ja, also das ist Team. Also. Das ist einfach nur Team. Wir sind Flame, das ist Team. Aber die können es haben? Ja, nein. Wir sind halt alle zufällig ins Marienhaus gelatscht. Was ist das für Team? Echt, aber Team ist doch auch nicht das Schlimmste. Das wird doch eigentlich auch zu Ballerstunden erwartet. Also, ein bisschen im Team zu spielen. Gut, du hast dem Team gesagt. Hä? Der war ganz woanders, hast du gemerkt? Der ist schon längst runtergesprungen. Die Nate, die war ganz rechts an der Wand, ne? Mhm. Und im Marienhaus, und ich war in der Mitte so ungefähr, so. Links weiter. Aber ich tot. Der ist Labyrinth in Richtung gelaufen. Hier dieser John Wayne, der ist immer ein Flame, hier Dreckshacker und alles. Weil ich verstehe nicht, was das Flame bringen soll, weil ein Admin kommt nicht, weil du ganz halt Flames Hacker. Und das bringt doch rein gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Wie viel Zeit haben wir noch? Weiß nicht, aber jetzt nicht. Warte, ich guck mal kurz. 30 Sekunden. Dann lass jetzt Schluss machen. Ja, und nach dem. Und dann nächsten Part.